Ja, Leute, einige von euch haben es sich gewünscht, dass ich mal meine erste Prognose abgebe zum Winter 2022. Und es ist ehrlich gesagt noch ein kleines bisschen zu früh, da überhaupt was zu sagen. Denn man muss sich Folgendes vorstellen. Also wir kennen ja diese statistische Regel, die sich über Jahrzehnte bisher bewährt hat. Ja, dass wenn der September 2 Grad oder mehr, sag ich mal, zu warm ausfällt, dass dann eigentlich Sense ist mit einem kalten, gescheiten Winter, ja. Aber ich kenne mich ja auch mit Statistiken aus und ich weiß, jede statistische Regel erfährt irgendwann mal eine Ausnahme, ja. Das ist immer eine Sache, die man im Hinterkopf haben muss, damit man sich nicht so von vornherein, sage ich mal, verrückt macht und schon wieder sagt, ah, seine Lieblingszeit oder so, seine Lieblingsjahreszeit ist abgeschrieben, ja. Das ist der erste Punkt. Wir sind aktuell bei 2,34 Grad. Abweichung zum alten Mittel, das ist ziemlich hoch, aber da gibt es einige kalte Läufe, manche sogar die minus 5er in 1500 Metern Höhe bringen wollen. Und wenn ich mir jetzt den Nuller anschaue gerade, der hat auch viele Nordost- und Ostlagen dabei, das heißt, da sind zumindest die Nachtwerte stark gedämpft, stark gedeckelt, was natürlich auch das Mittel nach unten zieht. Also es ist noch nicht, wie soll ich sagen, aller Tage Abend und wir müssen wirklich abwarten. Und ihr wisst ja auch, ich verfolge ja immer den Oktober, weil für mich seit den Kaltwintern 8, 9, 9, 10 und 10, 11 die Oktober sehr, sehr entscheidend gewesen sind, ja. Und es gibt zwar diese Regel, die sagt, ja, okay, wenn der, sag mal schnell, der Oktober Nordost bis Ost geprägt ist, sonnig ist, noch relativ milde Werte bringt, wenn auch kühle Nächte, ja, dann ist das ein gutes Zeichen für den Hochwinter, also quasi Januar und Februar. Ja, und wie oft hatten wir beispielsweise Ostlagen gehabt im Oktober mit milden Werten am Tag? Wie oft hatten wir Südwestlagen gehabt, die sonnig waren, auch wenn ein bisschen feuchter? Ja, und natürlich soll der Oktober jetzt kein brachialer Wintermonat werden, aber es ist ganz wichtig, dass der, sag ich mal, nur leicht zu warm bis sogar eher leicht zu kalt ausfällt. Das wäre sogar noch besser, ja? Also nicht zu kalt, aber doch leicht zu kalt. Das ist eigentlich die Optimalvoraussetzung. Zumindest, wenn wir nach den letzten 10 Wintern gehen und wir haben ja den letzten richtigen kalten Winter wirklich 10-11 gehabt mit diesem brachialen Dezember, der seit 1881 der kälteste aller Dezember gewesen ist. Und der 2012er, 2013er, der ist ein Zehntel Grad zu warm ausgefallen. Da kann man theoretisch sagen, okay, war auch noch ein Kaltwinter, aber doch kein richtiger, weil er ist über Mittel ausgefallen. Ja? Und von daher warte ich erstmal jetzt den September ab, dann warte ich den Oktober ab und dann werde ich wirklich mein Statement abgeben. Und wenn wir überlegen, dass wir häufig eine gestörte Zirkulation gehabt haben, dieses Jahr, dass der, nicht nur der Mai ist schon häufiger zu kalt ausgefallen, aber dass der April in erster Linie zu kalt ausgefallen ist, seit 20 Jahren oder was, mit dem kältesten April seit, ja, 30 Jahren kann man im Prinzip sagen, 40 Jahren sogar, ja, mit dem kältesten April seit 40 Jahren und dann noch gleichzeitig der Mai dazu. Also es sind schon andere Voraussetzungen, die wir dieses Jahr haben und da müssen wir halt einfach abwarten und schauen, was genau passiert. Ich werde mich bezüglich meiner Winterprognose, der eigentlichen Winterprognose, da werde ich mich gegen Ende Oktober melden, wenn wir wissen, wie warm, wie kalt der Oktober ausgefallen ist und dann können wir mehr dazu sagen. Ja, also der wird garantiert zu warm ausfallen, dieser September, ja, da wird nichts Großartiges im Negativen passieren, aber das muss er ja auch nicht, ja, er muss ja kein Winter- oder Vollherbstmonat werden, wichtig ist nur, dass er sich im Rahmen verhält, ja, und dann schauen wir mal, was wie gesagt, ja, auch der Oktober dann macht, bis dann.